Sehr und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode ja, von World War II. Wir sind wieder am Start, Call of Duty. Heute wieder eine kleine Runde, mal sehen, was wir so erreichen können. Ich bin weiterhin nicht hundertprozentig so drin in diesem Spiel, aber nichtsdestotrotz habe ich Bock, ein bisschen zu zocken heute, mich ein bisschen zu blamieren, denn die letzten Tage sind deutlich schlechter als die davor, weil irgendwie kriege ich nur noch aufs Maul. Das ist ein bisschen bitter, aber nichtsdestotrotz spiele ich weiter mit der STG. Ich habe mittlerweile mein Dot geändert. Ich habe herausgefunden, wie das funktioniert, dass ich nicht mehr dieses Reflexvisier habe, sondern wirklich halt nur noch einen kleinen Punkt. Vor allem diese Map hier, Ardent Forest, oder wie auch immer es ausgesprochen wird, ich krieg's kotzen, wenn ich nur daran denke, darauf zu spielen, weil die Schneemaps, also Gustav Cannon und die hier, die sind für mich, genauso wie die USS Texas, weiterhin ganz, ganz miserabel. Aber vielleicht können wir hier irgendwas reißen. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde mich tierisch über freuen. Checkt die Links in der Beschreibung. IDVOLT 6% Rabatt mit dem Codebox Gaming TV. Meine Social Media Links, Instagram und Twitter. Und hier seht ihr meine Klasse, wenn sie dann mal geladen ist. Das ist, wie gesagt, die STG. Und dazu haben wir Griff, glaube ich, und, ach, keine Ahnung, Reflexvisier. Mal schauen, was wir hier rausholen können. Wie gesagt, grundsätzlich diese Map nicht unbedingt meine Lieblingsmap, aber mit Weitsicht kann man theoretisch immer überall was reißen. Ihr seht, der Red Dot, beziehungsweise der White Dot ist es ja in diesem Fall, sehr, sehr klein nur noch auf meinem, auf meiner Waffe. Mal sehen, ob wir trotzdem damit klarkommen. Ich habe auch zuletzt mehr Abschussbefehl als Team Deathmatch gespielt. Ich glaube, ich werde die zweite Runde hier gleich auch, oh Gott, ihr seht da mal, kein Aim mehr. Ich werde die zweite Runde gleich auch Abschuss bestätigt spielen und nicht Team Deathmatch. Also ist die Frage, ob ich den bekomme. Nö, dann gehe ich einfach weg. Hey, mein erster Kill. Tatsächlich mal. Habe ich flankiert. Hat funktioniert. Ich bin bisher wirklich noch nicht einmal gestorben, aber ich habe... Oh, jetzt da kommt jetzt aber Party auf uns zu. Ich bin noch nicht einmal gestorben, aber ich habe bisher ganz, ganz viel... ganz, ganz wenig Gegner auch nur gesehen. Den da hinten kriege ich offensichtlich nicht, wie wir gerade gesehen haben. Vielleicht den, der hier steht. Ich habe auch keine Granate mehr. Oh, hinter mir ist einer. Da steht er, den kriege ich auch, den kriege ich auch, den kriege ich nicht. Na, scheiß Situation. Joa, da kommt einer von hinten. Ich habe bisher 2 zu 2, also ich bin mit Abstand der Schnell. Ich mag, wie gesagt, auch diese Map absolut nicht. Ich habe hier keine Laufwege, ich habe hier keine Strategie. Gut, ich habe allgemein keine Laufwege und keine Strategie. Aber nichtsdestotrotz ist das sehr ernüchternd hier gerade. Das Ding ist aber auch, die stehen da hinten drin und die bewegen sich auch keinen Zentimeter da raus aus ihrem Spawn, ne? Die Frage ist jetzt, wo komme ich hin? Da, oh Gott. Es ist immerhin. Die Assists mache ich, die Kills nicht so. Wir haben auch gleich schon gewonnen. Also ich bin weiter bei 3 zu 3. Ihr seht, das ist absolut miserabel. Den kriege ich nicht. Oh, je. Eieiei, was für eine erste Runde. Also das war absolut kein Highlight, beziehungsweise hier gab es überhaupt kein Highlight, sagen wir es mal so. Mal sehen, ob ich hier noch einen bekomme. Ja, den kriege ich noch, da ist ja noch einer gewesen, den kriege ich auch, sehr schön. Da war das Aim tatsächlich mal. Jetzt stehe ich am Ende doch noch 5 zu 4, hey, Wahnsinn. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich alles andere als gut hier. Und mal sehen, ob wir den jetzt noch bekommen. Jawohl, und damit haben wir 6 zu 4 am Ende. Ha, super. Yeah, meine Lieblingsmap bei Abschluss bestätigt. Ich bin jetzt schon absolut begeistert davon. Das wird nämlich jetzt eine richtige Katastrophe. TDM war ja gerade zumindest noch der KD noch am Ende, okay, aber was ihr gesehen habt, war nicht so fantastisch. Und hier kriege ich jetzt schon einen Herzinfarkt, wenn ich nur daran denke, dass ich auf diesem Schiff bin. Allein, das ist schon wieder die erste Szene. Der wird mich gleich quickscopen, ich weiß es einfach. Der wird mich gleich sowas von eiskalt wegholen, ohne Rücksicht auf Verluste, wenn er überhaupt noch da ist. Vielleicht ist er auch mittlerweile abgehauen. Aber grundsätzlich... Ich weiß nicht, wie oft ich schon in diesem Spiel gesquickscoped wurde, aber es ist einfach nur ekelhaft und der campt da. Wie kann das kein Headshot sein? What the fuck? Na, jetzt haben wir ihn. So, Markengeiern, das kann ich am besten. Bin ich ein ganz großer drin. Am besten, wenn ich dann dafür aufs Maul bekomme. Ich lasse die Szene, glaube ich, so drin, wie sie gerade passiert ist. Will ich die nächste Marke geiern und krieg dann von 2 aufs Maul, lauf weg und krieg trotzdem noch aufs Maul. Das ist mein typisches Glück in diesem Spiel, beziehungsweise ich bin halt einfach stark darin, dumme Entscheidungen zu treffen. Oh, ich sag doch, Quickscope. Das war auch wieder ein unglaublich schöner Kill. Also besser kann man jemanden nicht wegholen, als versehentlich ihn anzuschießen, wegzulaufen, gar nicht ihm zu folgen und dann ihn wegzusprayen.
Na, da kommt doch wer, da kommt doch wer, da kommt doch wer. Das heißt, okay. Guck mal, auf dem Radar, da sieht man schon welche. Da wird jetzt einer seine Vor... Oh, fucking Gleitbombe. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich diese Map einfach hasse? Wo kommt der her? Warum spawnt der hinter mir? Oder warum spawn ich da, wenn der hinter mir direkt steht? So stirbt. Das ist doch genau... Oh, da, schon wieder! Wie kann das sein? Ich spawne da doch. Wie kann er denn hinter mir spawnen? Hilfe! Dieses Spiel, diese Logik. Ja, nimm deine eigene Marke. Okay. Feindliche Vorräte entdeckt. Oh Gott, das ist so schlecht, was ich hier mache. Das kannst du eigentlich keinem erzählen. Na, die wollte ich messern. Also Bajonetten. Das heißt ja Bajonetten. Es gibt ja kein Messer mehr, es gibt ja nur noch Bajonetten. 5 zu 7, Hilfe. Ihr merkt, das ist meine Map. Assist, assist. Es wird sich, glaube ich, auf dieser Map auch niemals irgendwas ändern. Das ist für mich die absolute Horror-Map. Ich finde das so schrecklich hier. Ich kann hiermit einfach überhaupt nicht umgehen. Weil die Leute von überall kommen können. Ich verstehe nicht, wo die ganzen Wege sind, wo die überall stehen können. Jetzt hier, ich gebe ihn wieder in komplett... Jetzt ist er wieder hinter mir. Ich krieg's kotzen. Wie kann er denn plötzlich wieder hinter mir sein? Aber hier plötzlich unter Spawn. Ey, das ist einfach... Das ist eine Katastrophe. Ich habe so schlechtes Aim. Aber kriegen trotzdem. Wie auch immer das funktioniert. Auch wenn ich nur seine Beine zwischen seinen Beinen durchgeschossen habe. Voll gut. Ich will mich nicht beschweren. Solange ich Kills mache, bin ich zufrieden. Krieg ich den hier unten? Ist hier überhaupt nur einer? Oh, ein paar. Ja, den habe ich. Den habe ich auch. Jetzt geht's ab hier. Wie habe ich denn eine Drohne zusammenbekommen? Hilfe! Ne, Vorräte wollte ich nicht. Drohne bitte. Das Ding ist halt auch, ich habe keine Ahnung, wo in diesem Ding ist. Das ist eine Gleitbombe. Was ist denn jetzt hier los? Das erste Mal, dass ich eine Gleitbombe in dem Spiel auf dieser Map habe. Oder irgendwas erreiche. Hast du begeistert gerade von mir? Was ist plötzlich passiert? Abschuss bestätigt. Wo kommt dieser Skill her? Freunde, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Da ist noch eine Marke, aber da sind auch viele Gegner. Ah, nur Hitmarker. Aber Leute, jetzt läuft's hier. Passt auf. Den nächsten kriege ich auch noch, den nächsten kriege ich auch noch, den nächsten kriege ich auch noch. Danach sterbe ich. Aber das macht nichts. Gibt's überhaupt noch einen? Es gibt gar keinen mehr. Ha! Ah, doch, da oben und unter mir. Naja, gut. Vorräte unterwegs. Schützt die Abwurfzone. Erstmal warte ich jetzt gediegen hier auf meine Vorräte. Hallihallo, das ist doch so scheiße. Warum haben die mittlerweile einen Fallschirm? Früher war das so viel besser, als die viel schneller runtergedroppt sind. Mittlerweile war man so circa 200 Jahre auf seine Vorräte. Und was haben wir hier Schönes? Ein Flammenwerfer. Oh, auch noch nicht gehabt. Erstmal die Gleitbombe. Du siehst nach einem richtig schönen Ziel aus. Du bist... Immerhin einer. Ich bekomme, ich glaube, da waren sogar zwei. So ein Flammenwerfer. So, keine Ahnung, aber wir stürmen einfach mal rein ins Getümmel. Mal sehen, vielleicht natürlich auch auf so weite Distanzen. Ich habe keine. Auf weite Distanzen bringt das anscheinend gar nichts. Ja, gemessert. Wusste ich natürlich, dass er da lang kommt. Gar keine Frage. Was? Der holt uns beide. Ich fasse es nicht. Egal, gib mir mal einen Flammenwerfer und ich bin zufrieden. Und trotzdem schlecht. Aber kann das auch sein, dass wir das genau da spawnen, wo der langläuft? Guck mal, der ist da immer. Nee, ja, mittlerweile nicht mehr. Okay. Aber der war da die ganze Zeit. Das geht doch nicht. Dass wir genau da auch noch spawnen dann. Ich weiß, was man da. Oh, ich krieg's kotzen. Ich krieg's kalte Kotzen. Aha, Flammenwerferabschuss. Das wollte ich doch noch. Habe ich ihn angezündet. Haben noch eine Marke gesammelt. Eine brauchen wir noch. Ich habe es die letzten Male so oft erlebt, dass wir kurz vor Ende noch gechoked haben, weil wir die letzte Marke nicht einsammeln konnten. Oder einsammeln wollten. Jetzt haben wir es geschafft. Gott sei Dank. So, ich würde sagen, das war nochmal ein ganz gutes Video. Wir haben hier, ich will den Score gar nicht sehen. Gut, dass ich ihn nicht gesehen habe. Ich hoffe trotzdem, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich darüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit Call of Duty. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.